Faber, Musiker aus Zürich. Momentan so aber, kann man fast schon sagen, Deutschland. Du bist so viel in Deutschland unterwegs. Du hast es mal in meinem Interview gesagt, wenn man so auf Tour ist und so viel unterwegs, fast nie daheim, verliert man manchmal so den Bezug zu der Realität. Wie geht es dir jetzt mit dem? Ganz schwierig tatsächlich. Bezug zur Realität ist genau mein Thema. Und ich kann kaum. Es ist eine schwierige Angelegenheit. Wie schaffst du es gleich manchmal so ein bisschen zu erden oder irgendwie das wieder so ein bisschen zurückzugewinnen? Ich sagte, ich bin nicht ein Experte auf diesem Thema. Ich suche mir eher Hilfe bei ExpertInnen bei diesem Thema. Und wie fängt dein Team so auf, wenn du unterwegs bist mit all diesen Leuten? Hast du ja auch Freunde mit dabei? Super. Es ist wirklich ein Segen. Also wir sind 18 Leute und es ist eine richtige Familie. Man könnte meinen, es ist manchmal langweilig, immer wieder das Gleiche zu machen. Aber weil ich so Fan bin eigentlich von ihnen, ist es super geil, wenn ich ihnen mehr Platz lasse. Das sind meine Lieblingsmomente im Konzert, wo ich selber so ein bisschen nebenan stehen kann und schauen. Sie haben alle eigene, sehr geile Projekte und man merkt es einfach. Es sind richtig gute Musikerinnen. Mega schön. Faber, ich bin für dich aufs Gelände, deine Fans fragen, was sie für Fragen an dich haben. Legen wir mit der ersten los. Hoffentlich kann ich antworten. Mein erstes Konzertdate mit meinem Freund war am Faber-Konzert in der Musikfestwoche. Es war mega emotional. Und apropos Emotionen, Faber, wann hast du das letzte Mal probiert? Etwa vor einer Woche, aber also sehr gut gewesen. Ich habe Fantastic Mr. Fox wieder mal geschaut. Und da habe ich gefühlt aus Rührung. Hi Faber, ich wollte wissen, wieso es mit deinem Papi zusammen zu arbeiten auf dem neuen Album? Schöne Frage. Es war lässig. Also, es ist etwas, was wir schon lange wollten machen, aber irgendwie einfach immer nicht gemacht haben. Aus verschiedenen Gründen, weil man auch nicht so möchte, so als, ja, halt als Kind oder als Vater, weil dann ist es verdammt nervig, wenn man so verglichen wird oder was auch immer. Oder man hat einfach viele Kommentare, die man anhören muss, in alle Richtungen. Aber ich bin sehr froh, dass wir das jetzt gemacht haben. Und es ist spannend, er und meine Schwester auch, die auch Musikerin ist, sind wirklich ganz anders und es ist hure geil bei ihnen, weil sie immer wissen, was man machen muss. Ich bin hure lang wie so in einer Zwischenphase, ist irgendwie noch geil, aber irgendwie gefällt es mir auch nicht und ich weiß nicht. Und ich finde, sie haben hure Klarheit. Sie wissen, dass was sie machen, ist gut und sie machen es gut und zack, und das hat mir hure geholfen. Aber so Family bist du auch immer so recht eng. Das stelle ich mir schon auch noch schwierig vor, um zusammen zu arbeiten. Oder war das gar kein Thema gewesen? Hey, nein, im Fall nicht. Aber wichtig ist auch, ich meine, die Arbeit, die wir machen, ist jetzt auch nicht. Also gerade das Album, es ist so wenig Druck irgendwie da gewesen, dass es irgendwie muss erfolgreich sein. Das ist wirklich alles einfach gewesen, wie macht man am besten für Kunst, wie macht man das am besten. Und das ist, hat huere Spass gemacht mit meinem Vater und meine Schwester hat eben auch damit geschafft an diesem Song zum Beispiel. Es war huere lässig mit ihnen beiden. Wir streiten nicht, sorry. Ihr streitet nicht? Nein, nicht. Also wir streiten schon, aber eher alle mit verschiedenen Leuten, aber nicht untereinander, nicht so. Lieber Faber, wieso spielst du nie in Italien? Ja, weiß auch nicht. Ist gar Luis Rubenschenk mein Manager nicht da? Ich frage ihn das einmal gesehen. Wäre das ein Wunsch in dem Fall? Hey, ja, also es ist. Ich hätte schon Lust, um mehr zu spielen, auch an anderen Orten. Also eben einfach in ganz Europa hätte ich Lust, einfach weil es mich wieder interessieren. Aber es war eine mega Frage gewesen, ob man probiert, in Italien da auch so Promotion zu machen und Konzerte zu spielen. Weil es wär, auf eine Art wäre es verdammt geil, auf eine andere Art ist es dann auch, ja, dann wird es ja dort auch wieder zu so einem Beruf. Und da hat man, also ich, die das gar nicht so gerne mache, so die Promosachen und Interviews, also nicht wegen euch allen, sondern einfach, weil es mich ein bisschen stresst. Ich weiß gar nicht, ob ich das möchte in einem anderen Land nochmal. So, selbst wenn es wie funktioniert, ich weiß gar nicht, ob ich das wie wählen, dass das funktioniert, ob es nicht vielleicht einfach auch geiler ist. Ja, wenn ich einfach Lust habe, um ein italienisches Album zu machen, dann mache ich ein italienisches Album. Gibt es raus oder gibt es nicht raus, oder weiß nicht. Halt einfach, also ich probiere irgendwie zu schauen, dass ich die Sachen ein bisschen mehr für mich mache. Und das wäre genau so etwas, was mich eigentlich eben irgendwie interessiert in Italien spielen, aber auch Konsequenzen davon möchte ich eventuell gar nicht haben. Was hast du nicht gerne, also Interviewsachen und so? Ist das gestaged? Das sage ich nicht. Ich weiß nicht, wie viel ich möchte preisgeben, wie viel nicht. Wie viel möchte man auch privat behalten. Was ist auch spannend für die Leute? Ich meine, wenn man nicht private Sachen erzählt, ist es irgendwie auch nicht, denkt man, für was mache ich das? Oder muss ich die ganze Person irgendwie herausfinden, die dann einfach irgendetwas sagt? Das wäre dann alles mehr gescriptet. Da hat man irgendwie auch nicht hure Lust. Aber ich hätte jetzt auch nicht Lust, dass Leute irgendwie hure viel über mich wissen oder so. Und amix ist ja, wenn man dann noch ein bisschen aufgeregt ist, sagt man vielleicht auch etwas, was man entweder nicht meint oder wo man zu viel erzählt hat. Und dann schießt es mich hure an und fühle mich ein bisschen ausgequetscht. So. Und das, ist einfach nicht so geil. Darum probiere ich es möglichst wenig zu behalten. Verstehe ich gut. Yeah. Und das andere, wenn du sagst, hey, für mich machen, Musik für mich machen, hast du auch so einen Punkt gehabt, wo du das Gefühl hast, hey, ich bin einfach am Musik machen, weil man das wie so erwartet oder sind irgendwie Erwartungen rum gewesen? Ich glaube, am Anfang möchte man ja einfach irgendwie Erfolg haben und ja, möchte, dass es den Leuten gefällt, was man macht. Ich wollte einfach schauen,
dass ich die Sachen 100% so mache, wie ich es gerade Lust habe. Und so, wie es mir gefällt. Und überhaupt nicht den Erfolgsgedanken, möglichst, logisch geht das nicht, aber möglichst wegzuhaben. Und das auch, dass es wirklich keine Rolle spielt, weil es mir auch nicht so gut tut und mir auch nicht so gefällt eigentlich. Einfach, dass die Originalität in der Musik halt nicht verloren geht und dass man da nicht sich von Meinungen irgendwie den Kopf verdrehen lässt. Aber es ist sehr schwierig. Also ich kann wieder sagen, wie schaffst du bei dir? Nein, ich kann es nicht. Also es ist einfacher zu machen, als zum rausgehen. So. Aber weißt du, manchmal weiss man auch gar nicht, was... Es tönt immer so, ich möchte einfach genau das so machen, wie ich es möchte. Aber sehr oft weiss ich auch nicht, wie ich es möchte. Oder möchte es so in einem Moment. Und dann kommt es raus und dann denkst du wieder, fuck, ich möchte es überhaupt nicht so. So, also, und das ist halt das Problem bei so Sachen, die man eben rausgibt. Sie gehören ja dann wie allen. Und sie sind wie ein bisschen, bis zu einem gewissen Punkt für die Ewigkeit. Und das finde ich sehr nicht geil. Und darum nervt es ein bisschen, dass sehr viele Leute alles aufzeichnen. Ich denke so, fuck, ich möchte eigentlich nicht, dass das, ich möchte, dass das unter uns ist. Hoi Faber, kurze Frage, welche Textzeilen bei euch? Ja, also fast alle eigentlich. Meistens, sobald ich etwas gemacht habe, also nicht direkt. Zuerst habe ich es noch gerne, während dem Machen habe ich es sehr gerne. Dann, aber meistens so 6 Monate danach ist es so, boah, ich kann das Internet löschen und einfach. Und dann würde ich lieber nochmal neu anfangen. Und so Songs, die du dann aber halt gleich musst, dann auch wieder spielen? Sie kommen so ein bisschen zurückladen, dass sie es wieder gut finden oder wieder mehr Freude haben daran. Es gibt einen Moment, das habe ich nicht so oft leider, aber wenn du gerade etwas gemacht hast und es auch geil findest, hast du Freude, wirklich die ganze Nacht einen eigenen Song hörst, weil du einfach Freude hast und du daran denkst. Und das wäre wie geil, wenn das bleiben würde, aber das ist. Bei mir geht das wirklich dann rasant runter und man will nichts mehr damit zu tun haben. Und dann mit der Zeit kommt es wieder. Hey Faber! Ja. Wie nervös bist du eigentlich vor einem Auftritt? Hey, heute schon ziemlich. Sonst eigentlich nicht. Ich habe eigentlich das Glück, dass ich das recht natürlich nicht so habe und nicht so ein aufgeregter Mensch bin. Aber heute schon, ich habe es halt gestern gesehen, ich bin bei den Tochsen schauen. Das war sehr geil. Da hast du halt einen ganzen Hang, wo irgendwie Scharlachrot singt oder so. Da habe ich schon gedacht, ja, fuck, mit mir, mit unserem Programm. Also ich habe einfach, jetzt bin ich so aufgeregt auch, weil ich nicht sicher bin, ob das für so viele Leute gemacht ist, so diese Musik. Und es hat so viel Chorpassage und hat es die Grösse. Hey Faber, wie viele Zigaretten rauchst du pro Tag? Ich finde es wirklich sexy, deine Stimme. Ja, danke, Gianni. Also ich rauche jetzt mittlerweile einfach hure leichte, aber schon 20. Aber ich höre irgendwann mal auf. Aber so ein bisschen das Rockstar-Image, respektive so das Image von mir, so rauchen und trinkt ein bisschen Wein auf der Bühne und so. Wie ist das für dich? Hey, ja, also ich finde es auch peinlich irgendwie, mittlerweile. Aber es ist jetzt eigentlich, ja, also viele Sachen probieren wir schon abzugewöhnen, aber viele Sachen sind einfach recht auch drin. Aber ich fände es auch besser, wenn ich jetzt das nicht mehr machen würde. Also auch sonst, es ist schon fast ruhig. Es probieren alle ruhig zu werden. Ich finde schön, dass du es erst probieren. Ja, es klappt nicht bei allen gleich gut, muss man sagen. Ich stelle es mir sehr wild vor, mit 18 Leuten auf Tour. Mit 18 Leuten auf Tour ist schon wild. Es ist wild, du hast vor allem keine Privatsphäre. Du bist halt einfach. Du schlafst am gleichen Ort wie alle und dass du schlafst im Bus. Und es ist egal, wie schön der Bus ist, du bleibst im Bus. Und es ist schon sehr nah. Darum muss man sich mega verstehen. Wie zieht man sich einmal zurück? Es geht nicht so gut. Die meisten Leute wissen recht gut über die anderen Bescheid, wenn sie in Ruhe gelassen werden. Und das wird mega eingehalten. Also das muss auch niemand sagen. Aber so räumlich kann man sich tatsächlich nicht so gut zurückziehen. Oft. Aber halt, wie so ein klares Ding, wenn jemand Kopfhörer drin hat, dann redet man nicht, dann lässt man den. Ich stelle es mir mega krass vor. Klassenlager-Style. Hockst du aufeinander, wenn du heimkommst, hast du den maximalen. Maximale Kolo, nicht? Ja, das finde ich schon auch. Ich habe auch mega Mühe mit dem. Dass es so ruhig wird und dann halte ich es fast nicht aus. Dann, eben, ich meine, auch viel muss man auch sagen von uns. Und ich tendiere auch dazu, dass man einfach gerade weitermacht. Halt mit anderen Sachen. Halt sich ins nächste Verderben reiten. Einfach weil man das nicht kann aushalten kann. Die spielen dann direkt nahtlos quasi weiter. Oder produzieren irgendetwas weiter. Oder sind sonst irgendwie dran. Also es ist wirklich. Ich glaube, bei Ihnen allen hört das gar nicht so auf. Hey, Faber, danke vielmals. Ja, danke euch. Danke für die Fragen, Leute, da draußen. Danke dir. Danke euch.